Willkommen zurück, meine Freunde, zu meinem Survival Guide. Heute zeige ich euch, wie man in die Höhe bauen kann. Das geht ganz simpel, indem man hier einfach erstmal logischerweise das Baumenü aufmacht. Dann hat man ja hier so schöne Treppen und hier diese Plattform. Ich empfehle jedem zuerst die Plattform zu bauen. Zum Beispiel, tja, stellt euch einfach vor, wir haben jetzt hier irgendwo eine Mauer, ne? Dann tun wir jetzt hier diese Plattform erstmal so hinstellen. Drehen wir es mal jetzt. So. Jetzt kann man hier die Treppen dran klatschen. Wie ihr seht. Moment, das demonstriere ich euch mal richtig. Die längere Seite. Also beziehungsweise hier, so die Seite, da muss immer die Treppe dran stehen, die kann also nicht hier am Rand dran stehen. Warum das so ist, das weiß ich selbst noch nicht, aber das ist ja auch nicht schlimm. Man könnte zum Beispiel hier nochmal so ein Ding dranhängen, zack, na, seht ihr, baut man ein bisschen in die Höhe. Jetzt hängt man da eine Treppe dran, so, das kann man jetzt hier oben natürlich auch nochmal draufklatschen. Wie ihr das natürlich dreht, ist dann eure Sache, zum Beispiel könnt ihr dann nochmal hier so ein Ding daneben hinstellen. Und dann macht ihr da noch eine Treppe drauf und dann überlegt euch doch mal, wie geil das aussehen würde, wenn ihr dann hier so die Treppen hochgeht. Tschakka, tschakka, tschakka. Warum auch immer ich gerade ein bisschen die Treppen hochlaufen konnte. Egal. Ja, und auf jeden Fall könnt ihr dann zum Beispiel hier, jetzt da hinten mit diese Bezäunung haben. Ach, warte mal, kann man doch einfach mal demonstrieren. Da ist doch das Spiel so frei. Man muss es ja nicht direkt bauen, man kann es ja schon mal einfach nur so hinlegen. Warte mal. Ich erkenne jetzt gerade gar nicht, wie das Ding gedreht ist. So. Natürlich verarscht er mich gerade ein bisschen mit dem Bauen, aber das ist mal wieder typisches Spiel hier. So, eben ging's ganz kurz, wartet. Ich probiere es nochmal. Na. Na gut, er ärgert mich, aber man kann es. Warte mal. Ja, jetzt kriege ich es, jetzt. Ja, wunderschön. Schon kann man nämlich dann hier drauf gehen. Wartet mal, bauen wir noch die nächste Mauer. Na, man muss ja auch sicher sein. So. Demonstrativ mache ich nochmal eine hin. Damit ihr das richtig seht. So. Jetzt stellt euch einfach vor, wie ihr hinten geschützt seid. Wisst ihr, geht jetzt hier schön die Treppen hoch. Zack, zack, zack. Und könnt dann über den Zaun gucken und könnt zum Beispiel Molotow-Flaschen oder irgendwas auf die Gegner werfen. Wenn das mal nicht geil ist, dann weiß ich auch nicht weiter. Ich hoffe, euch konnte dieser Tipp helfen. Mir hilft er jede Menge für geile Forts und sowas. Und so kann man sich mal richtig entfalten, was Bauen betrifft. Okay, meine Freunde, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss.